So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht, ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel, Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, da sind wir. Das war ja schon mal ein guter Auftakt. Und ich würde sagen, wir können auch gleich direkt weitermachen. Nur zur Info, wir spielen hier natürlich mit den installierten DLCs, wie ihr hier sehen könnt. Und es handelt sich auch quasi um die schon geupdatete Version, Next-Gen-Update, die es quasi kostenlos gibt. Also auch wenn ihr, so wie ich, das Spiel beispielsweise schon vor Jahren gekauft habt, dann kriegt ihr das Next-Gen-Update kostenlos drauf. Und wir spielen dann auch mit so. Hier hat man nämlich dann jetzt auch durch dieses Next-Gen-Update hier Raytracing Ultra mit den Grafikeinstellungen und Voreinstellungen spielen wir. Das Einzige, was ich ausgemacht habe, ist die Bewegungsunschärfe, weil das ja viele nicht so gerne haben. Und ansonsten, ja, können wir loslegen. Neues Spiel. Wir beginnen von vorne. Also wie gesagt, ich habe nur eben mal reingeschaut wegen der Performance, ansonsten noch nicht gespielt. Schwierigkeitsstufe. Einfach nur die Geschichte. Du möchtest die Reise durch die Welt genießen, das Schwert und die Geschichte. Du schätzt eine kleine Herausforderung. Blut, Schweiß und Tränen. Du bist ein erfahrener, anspruchsvoller Spieler. Todesmarsch, du bist wahrhaft verrückt und stolz darauf.
Eigentlich schon, aber nein. Das wird mir bestimmt zu schwer werden. Deshalb, ich würde mit das Schwert und die Geschichte gehen. Dass es nicht zu herausfordernd ist, aber schon doch auf jeden Fall etwas herausfordernd. Ich denke, das könnte für mich ganz gut sein. So, Tutorials, ja, machen wir an. Spielstand aus The Witcher 2 habe ich nicht. Also brauchen wir da auch nichts zu simulieren. Oh. Das hätte ich nicht gerne in der Badewanne. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben.
Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Au. Na dann, bis später. Bis später. Willkommen beim Tutorial. Willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, indem du ferner ausführliche Informationen zur Geschichte der Welt und zur Spielmechanik findest. Tutorial-Nachrichten kannst du im Optionsmenü deaktivieren. Ja, erstmal wahrscheinlich wird es mir helfen. Neue Quest Kermorhen. Charaktereintrag Yennefer von Wengerberg. Minikarte und Ziele. Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt deinen aktuellen Standort und die Umgebung. Unter der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktiven Quest. Aktuell müssen wir mit Hilfe unserer Hexersinne den Schlüssel zum Schlafzimmer finden. Ja, machen wir gleich mit den Hexersinnen. Lass uns doch mal kurz rausschauen hier. Scheiße. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Wunderbar. Ja, können wir denn noch mit Yennefer reden? Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig. Und außerdem unvernünftig. Ja, lass doch noch was reden. Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Wind. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Sag nichts Falsches. Ich denke immer nur an dich. Na gut. Halte rechte Maustaste gedrückt, um deine Hexersinne einzusetzen. Suche nach auffälligen Objekten. Ha, das zum Beispiel. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Na gut. Ah, guck mal an. Türen. Um Türen aufzuschließen, nähere dich ihnen und drücke E. Ja, das ist, sollten wir hinbekommen. Können wir noch was Interessantes entdecken? Ja, zum Beispiel. Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Natürlich. Auf in meinen Pflegemitteln zu kramen. Flieder und Stachelbeere. Na gut. Ja, haben wir geschafft. Bin sehr stolz.
Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Hm. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Manchmal sind Kinder ebenso. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Oh. Gut gerettet. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Wenn ja, warte doch fällst, mal. Vielleicht. Was? Sprinten? E? Benutzen? Okay. Das ist gemein. Ich muss doch erstmal lesen, Ciri. Das ist echt unfair. Okay, aber Steuerung ist eigentlich selbsterklärend fast. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Okay, da steht irgendwas davon, dass es Fallschaden gibt. Ciri, lass den Quatsch. Wo lang? Hä? Hey! Du hast gesagt, das dürfen wir nicht. Ich hab gesagt, du darfst das nicht. Okay, ich hab voll verarscht. Fallschaden direkt bekommen. Bin, glaube ich, falsch gelaufen. Gegen das Kind gewonnen.
Warum gucken alle so sauer? Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuer. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Aalghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Grundlagen bitte. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Es geht hier eher um mich. Zieh das Schwert, Geralt. Okay, Kampf. Rüstete Ritter, ätherische Erscheinungen, knochenknackende Riesen. Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Die sogenannten Zeichen sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch mit Gesten einer Hand gewirkt werden, sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen mächtige Tränke, Klingenöle und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. Wie ziehe ich mein Schwert? Drücke 1, um das Stahlschwert zu ziehen, okay. Zum Wegstecken C. Ziele auswählen. Drücke Y, um ein Ziel auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richten sich alle deine Angriffe darauf. Du musst beim Kämpfen nicht unbedingt ein Ziel auswählen, aber es kann helfen, einen bestimmten Gegner auszuschalten. Okay. Schnelle Hiebe. 1, 2, 3. Führe einen schnellen Angriff gegen Wesemir aus, indem du linke Maustaste drückst. Zeitverschwendung. Genug. Bleib richtig zu. So stark du kannst. Beim Zuschlagen nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. Starker Angriff. Führe einen starken Angriff gegen Wesemir aus, indem du umschalten links gedrückt hältst und dann linke Maustaste drückst. Okay? Was zum Kuckuck treibst du da? Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Ja, ich muss vorlesen. Okay. Zeitverschwendung. Genug. Und eins. Na, ich drück doch. Hallo? Hör auf zu prahlen, Geralt. Ist jetzt gerade... Okay. Ich dachte, meine Tastatur wäre ausgefallen. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Okay. Mist. Ausweichen. Um zu einer Seite auszuweichen, wähle mit WSDA eine Richtung aus und drücke dann Alt. Alt, okay. Lass mich bemerken, auf Alt. Achso, abrollen geht auch. Um einem Hieb auszuweichen, wähle mit WSDA eine Richtung und drücke Leertaste. Okay, Alt oder Leertaste, alles klar. Ich jetzt zu den Paraden. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Alte rechte Maustaste gedrückt, um Angriffe zu parieren. Na, komm schon. Hör auf zu parieren. Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attacke. Hast du genug? Simuliere jetzt, überlebe später.
Konter! Hm? Schlag gegen Schlag! Drücke unmittelbar vor dem Angriff deines Gegners der Maustaste, um einen Gegenangriff auszuführen. Okay. Vielleicht zieht ein Sturm auf. Mist. Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Mhm. Fangen wir mit Quen an. Schnellzugriffmenü. Drücke Tab, um den Schnellzugriff zu öffnen. Mhm. Mit Quen soll ich anfangen? Im Schutzschild, okay. Und jetzt? Drücke Q, um dein aktuell ausgewähltes Zeichen zu wirken. Ciri. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu. Wenn deine Ausdauer zu niedrig ist, kannst du keine Zeichen wirken. Zeichen Quen. Das Quen-Zeichen schützt dich vor Schaden und bestimmten kritischen Effekten. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Okay. Siehst du, ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Zeichen Igni. Das Igni-Zeichen wirkt Feuerschaden und wirkt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Oh, okay. Na los! Art. Ey, sag mal, das war gemein. Siehst du das, Ciri? Art. Das Art-Zeichen betäubt Gegner und stößt sie in manchen Fällen zu Boden. Zeit für Axi. Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Oh. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Zeichen Axi. Verwende das Axi-Zeichen, um deine Gegner vorübergehend zu verwirren. Mhm. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Okay. Siehst du das Ziel? Zeichen Irden. Wirke das Irdenzeichen, um eine magische Falle zu stellen, die jeden verlangsamt, der in ihren Wirkbereich gerät. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Eine Bombe. Wähle mit der Maus eine Bombe aus und drücke linke Maustaste, um sie scharf zu machen. Ja, haben wir. Tritt zurück und wirf eine Bombe auf Wesemir, indem du mittlere Maustaste drückst. Hör auf zu prahlen, Geralt. Ich prahle nicht, lass mich. Okay. Begib dich an die Stelle, die auf der Minikarte markiert wurde. Machen wir. Okay. Freistil-Training. Das Kampftutorial ist jetzt vorüber. Du kannst nach Berlin mit Wesemir weiter trainieren. Beende das Training, indem du das Schwert mit C wegsteckst. Gut, das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Okay. Au. Wie war das jetzt nochmal mit... Okay. Wer will nochmal? Ja, ich muss nochmal ein bisschen hier gucken. Also, das war abrollen. Oh, das war die falsche Taste. Auch gut. Alt und eine Richtung ist ausreichend. Okay. Die waren jetzt nochmal der starke Angriff. Das war doch Umschalttaste und dann. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Naja, genau. Ich wollte nochmal einen starken Angriff machen. Cool, ich hänge fest. Ich will nur mal gerade schauen, wie ist das mit den Zeichen? Ben? Okay. Ja, ich...
Da muss ich mich erst noch drauf einstellen. Mund halten und kämpfen. Okay. Ja, ich versuche das manchmal mit dem Konter irgendwie noch hinzukriegen. Ja, manchmal klappt's. Okay. Ich denke, das reicht. Dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was zum... Oh. Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wasserwolf. Nein! Ein Albtraum?